So. Gut, kann ich hier eigentlich... Ach, ich gehe jetzt einfach noch mal raus. Schlüssel schön. Zack, zack. Lass mich hier raus. Danke. Oh, stimmt. Eine Todes... Ah, nicht eine Todesgruft. Im verlorenen Tempel gäbe es noch eine kleine Kiste zu holen. Die durften wir ja gar nicht mitnehmen. Fällt mir gerade so. Dann nehmen wir die auch noch kurz mit. Dann klappen wir so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten ab. Ich meine, jetzt immer noch nicht wirklich im Totenreich. Der verlorene Tempel. Das müsste ja eigentlich relativ schnell jetzt durchgehen. Wir müssen ja nicht das ganze... ganzen Rätsel und zu machen. Wir können ja eigentlich nochmal straight ahead bis zum Ende durch. Ach ja. Der verlorene Tempel. Huch, der verlorene Tempel. Schade, dass hier keine Sprintfunktion gibt, sondern bloß dieses lustige Hüpfen. Das Problem ist immer, wenn ich dreimal hüpfe, dann macht diesen komischen Sprung und bleibt einmal kurz stehen. Und das will ich eigentlich immer verhindern. Deswegen glaube ich da immer so zwischen kurz, zwischendrin kurz. So, damit er eben nicht diesen komischen dritten Sprung macht. Huch, ach stimmt. Hep, hep. Kurz laufen, hep, hep. Kurz laufen, hep, hep. Kurz laufen. Was bist denn du? Wieso sind die Leute? Was habt ihr jetzt zu suchen? Das ist mein Haus. So. Was macht ihr in meiner Hood, Jungs? Ihr habt ja nichts zu suchen. Komisch. Was wir da sind? Wusste ich auch nicht. Lass mich mit der Zeit wieder auftauchen. Solange jetzt nicht der Große am Ende nochmal auftaucht, ist ja alles okay. Das wäre dann schon etwas sehr seltsamer. Wie hieß das Ding nochmal? Kreationskoloss? Das wussten wir schon, bevor er sich vorgestellt hat. Genau, dann kam das mit den beiden Gebrüdern, die alles kurz und klein gehauen haben. Oder es zumindest versucht haben. Genau, und hier sind wir jetzt nochmal. Da haben wir den Kreationskoloss gefunden, getroffen, wie auch immer. Der Schaffer, der Bettelnde. Gib mir Geld. Genau. Hier Lager. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier den mache? Nix. Okay. So, jetzt da war ja vorher der Wächter. Da kamen wir nicht durch. Aber wir haben schon die Truhe dahinter durchblitzen sehen. Und weh, da ist nichts Gescheites drin. Werden wir schon bisher hier laufen. Die Truhe. Na super. Brutale Clown. Super. Und... Ich kann nicht. Ein Heiltrank. Warum bringen wir den auch so mit? Ja, okay. Hat sich voll gelohnt. Ich bin so voll begeistert. Na, egal. So, dann würde ich sagen, hauen wir jetzt auch endlich mal wieder aus den Schmiedelanden ab. Die waren wir jetzt lang genug. Den Rest können wir später abklappern. Wir gehen jetzt wieder zum Baum des Lebens. Ja. Ist schon recht, ist schon recht. Okay, dann gehen wir jetzt zum Baum des Lebens, schreiten durch das Portal und kommen dann endlich im Reich der Toten an. Wir machen dann auch mal was dort. Portal zum Reich der Toten. Durchhalten von Z, rufen Sie Asche. Ui, ja, Asche. Mein treuer Gefährte. So, genau. Hier kam ich von den Schmiedelanden zurück. Und jetzt betreten wir das Reich der Toten. Naja, wir reiten hier dadurch. So, der Weg ist ein bisschen ähnlich. Zum Baum des Lebens. Gut, und jetzt bin ich, glaube ich, auf der großen Welt. Das Klippenland. Wo sind denn meine Gegner? Traut sich denn keiner zu mir? Aber schon cool gemacht. Das schaut mir gemalt aus, da hinten, aber schaut nett aus.
Vor allem, Moment. Kurz zurück. Vor allem die Statue ist auf jeden Fall cool. Cool werden noch später die beiden Drachen. Ja, ich will nicht zu viel verraten. Das sehen wir ja dann. So, mit dem fliegenden Zeug ist das auch cool gemacht. Klamm des Leviathans. Nein. Eben, scheiße. So. Hier muss man so ein bisschen an den Ecken schauen, weil noch was sind Kleinigkeiten da drin. Ach komm, jetzt steig doch einfach ab. So Kleinigkeiten daran versteckt. Haben hier schon mal nicht. Habe ich's? Eigentlich sind wir die anscheinend. Hä? Nein, da liegt doch noch Kohle. Jetzt gib doch her. Ich bin so arm. Hui, das ist ein bisschen bodenlos hier. Da drüben müssen wir hin. Gehen wir noch kurz auf die andere Seite. Vielleicht ist da irgendwas, aber das schaut nicht so aus. Ah doch, da, ich sehe es doch. So was meinte ich. Mal ein bisschen rumschauen. Relikt von Etugoth. Ein gewöhnliches Relikt des Hauses Etugoth. Eine edle Familie mit starker Bande zur Magie. Verkaufe dieses Relikt an Ostegoth, um eine Belohnung zu bekommen. Ja, das wird dann, wenn ich es jeweils... Jetzt komme ich hier raus, gut. Das werde ich dann auch machen, wenn ich ihn später wieder treffe. Dann gibt es da nette Sachen von ihm. Und dran haben, glaube ich, sogar Fähigkeitenpunkte. Je nachdem, welches Relikt man an ihm verkauft. So. Hier gibt es natürlich auch so kleinere Level. Huch. Was ist jetzt kaputt? So wie jetzt. Hä? Was ist jetzt kaputt? Lauf doch mal. So wie da drüben. Da geht's runter. Zu dem König, den man töten muss. Keine Ahnung. Nee, Schmarrn, das ist er, glaube ich, gar nicht. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Da gehen wir aber erst später hin, weil der ist sau stark. Das tun wir uns jetzt noch nicht an. Ah, aber ich will jetzt erstmal da. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ja, ja, ja. Das ist kein Ort für ein Pferd, bla. Ich will hier auch gar nicht mit dem Pferd entlang. Das wird es sowieso nicht schaffen. So, hier gibt es nämlich noch ein... Ja, Versteck ist jetzt übertrieben. Jawohl, ein bisschen versteckt ist es ja schon. So ganz offensichtlich ist es ja nicht. Hier jetzt runter zu gehen. Dann jetzt hoch. Ach, hier fehlt mir... Ah, hier fehlt mir sowieso noch ein Item, kann das sein? Moment, das sehe ich gleich. Na, jetzt. Hep. Hep. So. Komme ich da jetzt überhaupt hin? Doch, ja. Scheiße. Ich glaube, das war jetzt taktisch ungeschickt, weil jetzt komme ich an... Dingens nicht hin. Das ist jetzt aber unschön. Hep. Ah, dann springen wir nochmal zurück. Ich hoffe, wir kommen von da. Ah, ja, da ist es. Sehr schön, das wollte ich. Okay, gut. Klappt das noch? So. Nein, nein. Ah, verdammt, falsche Taste. Das wollte ich natürlich. Moment. Hep. Und hep. So. Ah, wo ist es? Da ist es. So, und komme ich eigentlich bis da hinten hin? Nein. Ne, der wirft es gar nicht mal so weit. So ein Depp. Da müssten dann nicht trotzdem irgendwo Falle sein zum Extinction Zerstören. Ach doch, ja klar. Aber erst, wenn hier beide Dinge hier weg sind. Hä? Nee, irgendwie fehlt mir trotzdem was. Moment, ich gehe erstmal die Kiste. Also hier müssen wir sowieso nochmal zurück, weil uns hier noch ein Gegenstand fehlt. Den wir erst zum Schluss kriegen. Hier kommen wir jetzt nicht so recht durch. Ah, okay, ich weiß schon, wie das dann ablaufen wird, aber dazu brauchen wir erst den Gegenstand. Damit wir die Platten hier aktivieren können. Den kriegen wir natürlich erst wieder recht spät im Spiel.
Eigentlich schon fast wie bei den Schmiedelanden. Warum noch überhaupt irgendwas? Stimmt. Ach, in die eine Höhle komme ich ja auch. Nicht sehr weit. Ohne diesen Gegenstand. Warum erkunde ich eigentlich überhaupt was? Ich brauche ja immer erst einen Gegenstand dafür. Hep. So. Eine Kiste konnte ich wenigstens schon mal abstauben. Das ist schon mal was. Wie ein kleines Leckerbissen. Für mich. Ach, Schmarrn. Hier ist ja den, da wollte ich eigentlich. Ach, nein. Ich wollte jetzt hier hoch. So. Oh, ist das gemein. Ich habe gerade ständig diesen Juckreiz im Hals. Und denke ständig, ich muss jetzt gleich husten. Habe ich auch vorhin einmal. Tut mir leid. Oh Gott, ich glaube, ich muss mich einmal komplett aushusten. Ja, noch geht's. Wow, hey, was willst du von mir? Hast du Probleme? So, da hinten ist eine große Tür. Ihr wollt. Ah, wir können ja mal kurz vorbeischauen, aber ich glaube, da kommt man gar nicht durch. Da kommt man erst später durch. Ah, vielleicht gibt es ja trotzdem irgendwas zum Abstauben. Na? Na, schaut eher nicht so aus. Gut, dann drehen wir mal ab. Vielleicht gibt es hier was. Nö. Auch nicht. Okay, gehen wir wieder zurück. Boing. Nee, doch nicht. Ja, doch, ich treffe das jetzt. Mit der vollen Wucht meines Pferdes. Na du? Na du? Hier gibt's nix. Wie gesagt, einfach mal die Ränder mal abreiten. Könnte sein, dass es irgendwas gibt. Das ist ja fast so toll wie ins Wasser springen. Aber auch nur fast. Hier ist auch nix. Na du? Hier in den Ecken ist auch nix. Ja, okay, dann. Sagen, ach Gott, steig doch mal von deinem Pferd runter, danke. Gehen wir mal hier lang. Ich finde die Tore immer sehr schön gemacht mit den ganzen Totenschädeln. Und vor allem, wenn man näher kommt, gehen die Äuglein auf. Die Bresche. Was willst denn du von mir? So. Hep. Hep. Dann sind wir auch schon da. Hier eine kleine Einlage zum Springen. Huch. Geht's da lang? Gute Frage, wo jetzt geht's da lang? Na, geh mal da lang. Kommt man da irgendwo hin? Jetzt bin ich dann doch mal gespannt. Wo geht's da lang? Ah, hier geht's lang. Okay, cool. Weiß ich gar nicht, ob es letztes Mal hier war. Ich habe es gerade zufällig gesehen. Hep. Okay. Ach nein, hier brauche ich wieder einen. Mein Lieblingsgegenstand. Wenn ich jetzt wieder zum Schluss kriege. Was? Pferdensuche. Hui. Das ist so grün. Unmöglich. Stulpen waren das, gell? Das ist ja mal voll grün. Okay, der Widerstand nimmt wieder ab. Egal, scheiß drauf. Heilige Scheiße. Wow. So, runter. Runter. Warte, kurz umschauen. Aber hier ist sonst nichts, okay. Dann weiter runter. Hier auf. Ach, hier wäre ich normalerweise hingekommen. Beziehungsweise... Das wäre die andere Abzweigung gewesen. Ah! Huch! Okay, so geht's auch. Ich dachte schon, ich fall jetzt ganz runter. Was zur? Okay. Okay. Hilfe. Okay, ganz ruhig. Nee, hier komme ich jetzt nicht lang.